Sich endlich einmal ausruhen nach 3 anstrengenden Tagen in Nahost, das hatte ihm sein Sprecher geraten. Aber auch diesmal wirbelt Franziskus das Protokoll durcheinander, indem er sich Zeit nimmt für Fragen. Und ungewohnt deutlich wird beim Streitthema Pädophilie. Kinder suchen in der Kirche die Heiligkeit Gottes. Wer sich an ihnen vergeht, verrät Gott. Es ist wie eine satanische Messe. Die Missbrauchsfälle haben den Vatikan bis in die Grundfesten erschüttert. Jahrzehntelang schwieg die Kirche, wollte ihren Ruf reinhalten, statt die Opfer zu schützen. Auch in Deutschland, wo Übergriffe aus Internaten und Schulen publik wurden. Eine erste Entschuldigung kam von Papst Benedikt. Nachfolger Franziskus wird nun noch deutlicher. Toleranza zero. Null Toleranz gegenüber den Tätern. Für niemanden werde es fortan Privilegien geben. Der Papst auf Reformkurs, wenn sonst keine Zeit bleibt, eben hoch in den Lüften. Dass auch ihn das anstrengt, lässt er bei einem anderen Thema durchblicken. Mit seinem Rücktritt habe Vorgänger Benedikt eine Tür aufgestoßen. Gemeinsam mit Gott müsse nun jeder Papst selbst ergründen, was zu tun ist, wenn die Kräfte schwinden.